So, liebe Siedler-Fans, wir sind wieder zurück bei Siedler 1. Mission 30. Und hoffentlich bald fertig. Ja, da oben ist noch ein Gebäude, das kriegen sie nicht fertiggestellt. Die wollen es einfach nicht haben. Die sagen, nö, brauchen wir nicht unbedingt, also brauchen wir es auch nicht fertig. Wow! Holy shit! Golden Paradise! Lag mich, was soll ich da? Kann mich gar nicht entscheiden, wo ich die scheiß Mine hinsetzen soll. Also ich würde eher sagen, hier, ne? Krasse Scheiße. Was hier passiert. Echt? Echt genial. So, jetzt tun sich hier mal wieder die Soldaten verteilen. Weil hier oben haben wir ja im letzten Part ein bisschen Angriff gehabt. Da haben sie mich hier angegriffen, wollten das einnehmen, haben es aber nicht geschafft. Gott sei Dank nicht. Und jetzt lagern sich die Soldaten hier wieder ein. Die restlichen, da kommen sie schon runtergelatscht. Da sind sie. Und hoffentlich leveln sie jetzt ein bisschen. Ich könnte auch die Gebäude halb besetzen. Ha! Das, dann würde ich schneller Hauptmänner kriegen, aber ich bin natürlich auch beim Angriff, oder beziehungsweise wenn er mich angreift, sehr anfällig. Und deswegen lassen wir es lieber. Kommen mit dem zurecht, was wir haben. So. Und außerdem weiß ich so, dass ich die Gebäude komplett besetzt habe. 111 Moral. 111. Das ist atemberaubend. Das hatte ich schon lange nicht mehr so hoch. Also wirklich, das kann man sich, da kann man sich echt, also den Zipfel hier kann man sich noch holen. Sollte man eigentlich machen. Aber wir sind hier noch viel zu viele Siedler unterwegs. Also Soldaten auf den Wegen. Da ist nämlich auch nur einer. Jetzt wollen wir eigentlich mal warten, bis alle drin sind, dass wir mal ein bisschen Bestand haben. Ist da unten eigentlich auch noch was? Ist da jetzt was reingekrochen mal in der Zeit? Nö. Nicht wirklich. Ja, und ich krieg immer noch kein Holz. Holz für die Armen. Für die Schmelzer. Weil wenn wir nämlich das hier anschließen würden, dann hätten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Material übrig. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Was macht der hier? Der wird doch nicht... Oh, er macht sich zu einem Angriff bereit. Ja. Der hat einen Angriff vor, eindeutig. Oh, yes. Weil sonst würde er nicht hier besetzen. Er tut punktuell Leute raus. Was könnte hier ein Angriffsziel für ihn sein? Eigentlich gar nichts. Wir haben hier nichts, was interessant für ihn wäre. Deswegen frage ich mich gerade, warum der das macht. Oder er möchte hier einfach verteidigen. Hm. Hier unten ist eigentlich für ihn die Landwirtschaft wichtig, aber er hat ja eh nichts, wo er abbaut. Aber der See wäre mal interessant für mich, da kann ich noch ein paar Fischer rausmachen. Ja, aber hier ist auch nichts Interessantes drin, mit dem er angreifen könnte. Oje. Oje, Gefreite, ach du Scheiße. Das ist ja übel hier. Nö, 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 nö. Das geht gar nicht. Wenn ich jetzt irgendwo hier noch einen Hauptmann hätte, dann würde ich ja mit dem Hauptmann angreifen, aber irgendwie... Habe ich hier... Doch, hier ist einer! Guck mal, sollen wir mit dem Hauptmann hier reinlaufen? Komm, wir versuchen es mal, er kommt auch. Mit einem Hauptmann hier oben... ...den Zipfel angreifen. Ist da schon Gold drin? Ja. Voll an der Front. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier auch noch einer drin ist. Von denen. Oh, Backe. Hauptmann gegen Hauptmann. Jetzt wird's übel. Shit.
Ich glaube, das gewinnen wir nicht, das Duell. Nein. Okay, unser Hauptmann ist tot. Scheiße. Verdammt. Wieso muss hier ein Hauptmann drin sein? Mann, wieso könnt ihr denn nicht was anderes drin haben hier, Schweine? Haben wir doch irgendwo einen? Irgendwo einen kleinen? Irgendwas? Ein bisschen? Hauptmann? Ich glaube, das sind alle jetzt tot. Nö, haben wir keinen mehr. Ach, Mann! Scheiße, verdammt. Das war voll nicht nett. Und das bei 111 Moral. 111. So eine Schande. So, wenigstens haben wir jetzt überholt den. Naja. So ist das Leben eben. Es kann nicht immer gut sein. Und hab das jetzt fertiggestellt. Wieso frage ich überhaupt noch? Ihr kriegt's gar nicht mehr fertig hier oben. Ihr Loser! Verdammt. Auch kein Hauptmann. Nein. Nichts mehr. Gold! Sie tragen es hier rum, aber. Aber unsere Moral bleibt auf 111. Verzweiflung macht sich breit. Weil ich kann nicht angreifen, ich habe nicht gute Soldaten dafür. Hier an der Front ist echt nur Scheiße drin. Only crap. Gott sei Dank lässt du mich in Ruhe. Da kommt jetzt... Haha, toll. Oh, Stein. Na endlich. Hat er mal angefangen hier. So. 11 Mann, klar. Gut, ich könnte jetzt natürlich voll aggro sein und richtig heftig reingehen, aber was ist, wenn er mich dann wieder angreift? Er kann die Nacht nicht schlafen, 112. So, wir machen es so, wir greifen jetzt bei jedem Mal, wenn ich steig, greifen wir an. Nee, geht ja nicht mit dem, was wir haben. Ich würde ja gerne mal austauschen, aber es geht ja auch nicht, weil sie dann wieder die scheiß Gefreiten rausschicken. Und was will ich mit Obergefreite an der Front? Auch nicht sinnvoll. 113%. So, muss man was trinken. Gut. Schwert. Hätte ich vielleicht die Schmelze hier hinbauen sollen oder was? Wir können es ja mal versuchen. Vielleicht bauen sie hier die Schmelze fertig. Wer weiß. So, dann machen wir aber eine direkte Verbindung. Wenn wir schon hier die Schmelze hinmachen, dann möchte ich natürlich auch das Material bekommen. So durch. Und so. Ja. Vielleicht geht's ja hier. Dann reißen wir den Scheiß ein. Mag ich nicht mehr. Da weg. Da baue ich nie wieder was. So. Was für eine Schande. Wirklich.
23 Soldaten, aber nur Scheiße. Nichts irgendwie fortgebildet oder so. Und auf halb runter gehe ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Zu gefährlich. Das Risiko ist mir zu groß, dass sie mich dann überfallen. Weil der Arsch hat immer noch Militär. Er kommt immer noch in so leichten Schüben und kann mich angreifen. Und das macht mich irgendwie ein bisschen stutzig. Ist mir zu gefährlich. Vielleicht schaffen sie es jetzt hier. Boah, Alter, hat der Kohle, ey. Das ist ja noch nicht mehr normal, ey. Scheißdreck. Upsa. Also auf jeden Fall, wenn die Schmelze hier ist, dann kommt der hier an den Zug. Und dann, wenn der dann hier so, dann ist alles wieder gut. Können wir es hier verkürzen, dann können sie die Waffen hier runterbringen. Da, da und dann hier einlagern, so perfekt. Müssen wir vielleicht einen direkten Weg machen da hoch, oder? Dass er das Holz bekommt, oder wie? Vielleicht hier so rüber, dahin, oder so direkt zur Säge. Warte mal, das könnte man sogar auch arrangieren. Wenn wir hier so gehen, so, so, zack, hier runter, hier rüber über den Berg, zack, hier. Dann vielleicht von dort. Ja, jetzt wird es mir zu kompliziert. Nee, hier denke ich schon, dass sie es schaffen werden, den Schmelzer zu bauen. Da ist auch nicht so viel los, vielleicht weil hier so viel los war. Sind sie etwas durcheinander gekommen. Trotzdem, was für eine Materialverschwendung, ey. Übel. Bringt mir die Schilder und die Waffen raus. Ich will alles haben. Jo! Gut, jetzt kommen dann bald die ersten Leutnants. Ah, da kommt schon Bob, der Baumeister, zur Baustelle. Juhu. Und wird sie hoffentlich fertigstellen, sonst wird er geköpft und gevierteilt. Ne, halt erst gevierteilt und dann geköpft. Und danach wird die Haut abgezogen und er wird angezündet und mit Säure übergossen. Aber auch erst vorm Anzünden. Und dann essen wir ihn. So. Aha. Er läuft zumindest mal in die richtige Richtung. Vielversprechend. So. Gold. Wenigstens die Goldschmelze funktioniert. Das ist das einzigste in dem Spiel, wo richtig funktioniert hier. Wow. So viel Gold. Wenn wir jetzt angreifen, haben wir zu viel Verluste, oder? Ich glaube, in diesem Part kann ich gar nicht mehr angreifen. Außer wenn er mich angreift. Wenn. Bis jetzt ist es ruhig. Aber der hat doch irgendwo hier einen Soldat reingestopft. Der einzige Soldat, wo er wahrscheinlich noch übrig hatte. Weil sonst wären ja noch mehr draußen. Aber das ist irgendwie so der einzigste, wo ich hier besetzt hat. Der ist schon mutig. Gegen mich zu kämpfen. Gold. Wo ist jetzt die Baustelle? Da kommt er schon. Bringt doch mal Material bitte. Ich fühle mich hier gerade so vernachlässigt. Da kommt Holz. Da bringt aber auch bitte alles gleich, ja? Nicht immer nur die Hälfte. So viel Holz im Lager und zu geizig für eine Baustelle. Das hören wir gern. So, da kommt Holz und Stein. Stone.
Schon wieder sollt ihr Soldaten produzieren, nicht für Ewigkeiten warten hier. Das ist doch nicht normal. So. 7 Unteroffiziere. Nö. Ist mir noch ein bisschen zu wenig. Weil die schicken auch wieder Gefreite. Also mindestens Leutnant sollten es schon sein. Guck mal, was der Gold kommt im Sekundentakt bald. Müsste doch bald Moral haben, dass es zum Himmel schreit. So, wo ist das Holz? Da ist es. Der Rest? Ein Holzbrett reicht nicht, das wisst ihr ganz genau. Da brauchen wir mehr. Wo trägt er das Gold hin? Fehlt hier noch? Ah! Da fehlt noch ein Klumpen. Erstmal bequemer hinsetzen. So. Ein Klumpen. Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit verliere. Das ist bestimmt, liegt es an dem Gold. Klumpen, wo mir fehlt. Ja, ja. Garantiert. So, da kommt das erste Holz. Wir blicken gespannt auf die Baustelle. Stein. Nochmal Holz, es reicht aber nicht. Ich kann mal kurz in der Bauliste nachschauen. Unser Schlauen, da haben wir das nämlich hier. Wo ist er denn? Schmelze, Schmiede, nein. Schmiede brauchen wir nicht. Wir brauchen die Schmelze. Eisenschmelze. Braucht dreimal Holz und zweimal Stein. Und wehe. Wehe. Es kommt nicht an. So. Zweimal Holz. Da fehlt noch einmal. Hallo? Bringt ihr das gleich, oder? So, Stein. Einmal. Stone. Schwert. Los Schwertos. 116 Moral. Wir sind 16% stärker als er. Zu 16% eine Chance, ihn zu töten. Höhere Chance. Kann aber sein, beim 30. Gegner ist es noch ein bisschen anders geregelt. Dass seine Hauptmänner keine Hauptmänner sind, sondern Ultra-Terminatoren und seine Gefreiten sind Hauptmänner. Und bei mir sind Hauptmänner Gefreite, wenn sie bei ihm angreifen. Wäre ja voll unfair, uns gegenüber. Ne? So. Jetzt kommt nochmal ein Brett. Da fehlt aber trotzdem noch eins. Und ein Stein fehlt noch. Ich glaube, die blicken das nicht mit dem Scheiß hier unten, deswegen. So. Wäre die Schmelze fertig, hätten wir schon lange genügend Soldaten. Weil mit zwei so scheiß Dinger kommen wir nicht weit. Das bringt nichts. Brauchen mehr Holz. Oder warte mal, reicht's? Nee, da braucht noch mal. Eins fehlt noch, glaube ich. Ein Holz fehlt. Ja klar. Jetzt zieht die Mauer hoch und da fehlt das Dach. Die bringt's nicht. Tja. Liegt wohl am Lager, die blicken das nicht. Naja,
Müssen wir mit leben. Können wir halt doch nichts machen, müssen wir halt so klarkommen. Sie schaffen es einfach nicht, das zu bauen. So. Dann werde ich mal diesen Part hier beenden. Wie jetzt? Nee, schaffen sie nicht. So weit war ich vorhin auch mal. Das habe ich schon alles mitgemacht. Alles hinter mir hier. Reicht nicht. Sie werden es eh nicht bringen. Nö. Das letzte Krümelchen Holz fehlt uns. Ich würde sie echt am liebsten töten. Das ist voll die Blamage hier. Aha, aber er liefert sein Gold. Das ist nett. Mann, bei dem blüht echt die Wirtschaft. Zieht euch mal rein, was der alles hat hier, ey. Der baut immer weiter und weiter und weiter und weiter. Unglaublich, aber was ich gerade sehe, seine Eisenschmieden, also seine Waffenschmieden stehen still, seine Eisen schmelzen auch. Der hat keine Vorräte mehr. Alles aufgebraucht, wir haben es verteidigt. Er hat gar nichts, keine Soldaten. Für uns jetzt eigentlich ein leichtes Opfer, wenn wir die Waffen dafür hätten. Aber leider kriegen wir es nicht hin, bessere Soldaten zu produzieren vor allem. Bleibt irgendwie gerade alles so auf dem Stand hier. Naja. So ist halt. Dann müssen wir halt nochmal eine Runde machen. Bis morgen. Tschüss.